Ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play von mir. Heute mal ein bisschen ungewohnt, und zwar spielen wir auf der PlayStation 3 ein etwas älteres Spiel, und zwar Eternal Sonata. Weiß nicht, ob das vielen Leuten bekannt ist. Es ist ein Spiel aus 2008, glaube ich. Müsste es sein, also relativ früh, als die PS3 erschien. Die PS3 kam ja 2007 raus. Ich mache hier mal ein bisschen leiser alles. Ein wunderschönes Spiel. Rollenspiel. Richtig Bock zu zocken. Hab's auch, glaube ich, ein- oder zweimal insgesamt in meinem Leben durch. Und machen wir es mal so ungefähr. Ja, ich würde sagen, wir starten erstmal ins Game rein. Ich werde dann noch ein bisschen was erzählen. Aber es gibt einiges zu erzählen zu dem Spiel und auch zu den Vorhaben, wie wir es spielen werden. Wir starten einfach mal ein neues Game. なぜなのだ。死すべき運命。そんなものに値するような罪を彼女がいつ犯したというのか。ほんの14歳だった。14年の短すぎる時の間、歌を愛し、少女らしい夢に遊んでいただけではないか。 忘れるものか。冷淡に流れゆく時が記憶をさらい、紡いだ糸がちぎれるまでに細ったとしても。また新たな旅の始まりじゃの。エミリア。 また終わってしまうのね。はじめまして。それともお帰りなさいかしら。 ありがとう、みんな。少しの間だったけど、今までで一番楽しかった。届くかな、彼に私のエアキス。 揺らめく水面が柔らかな朝日をスポットライトに変え、舞台を
彩り始めると、火炎を待ちわびた花々は顔を赤や黄色に染めて、これから始まる演奏に耳を傾ける。川のせせらぎを伴奏にして小鳥が歌い始めると、海からの意地悪なそよ風は木々を揺らしてコンサートの邪魔をする。悠久の時を超えて繰り広げられてきたこのいさかいは、絶妙なバランスを保ちながら今もなお絶えることなく続けられています。そんな幸福という名のせめぎ合いの中に、一つの小さな村がありました。テヌートと呼ばれるその村は、海から7キロメートルほど離れた小高い丘のてっぺんに位置し、涼しげなそよ風と素晴らしい眺望と神様から授かっています。そして至る所に花々が咲き乱れ、その眺望に彩りを添えているのと同時に、花の村と呼ばれるゆえんにもなっています。夜となると、麓にある港町の明かりが宝石のようにキラキラと瞬き、見る者の欺瞞を取り除くとさえ言われています。これだけの美しい村ですから、観光客目当ての露店などありそうなものですが、そのようなお店はどこを探しても見当たりません。それどころか、村はとてもひっそりとしていて、その静けさが村の景観をさらにワンランク上へ押し上げているようです。どうして海には波があるの？それはね、お月様があるからよ。お月様？そう、月の魅力が海の水を波立たせるの。あまりにも美しすぎて海の水がざわめくのよ。本当？本当よ。お月様を見てると心が震えてくる気がしない？するー。この水たまりもお月様が出たら波が立つのかな？ダメよ、水が少ないもの。海くらいいっぱいの水がないと波は起こらないの。うーん、変なの。水の量なんて関
係ないような気がするんだけどな。その水の量が一番関係あるのよ。特に人間に当てはめた場合には。この世界には月の代わりに心を乱す魅力を持ったものがたくさんあるわ。お金、見栄、地位、容姿、そして権力。それらに魅せられて人々は波立ち、そして疑心暗鬼がその波を大きくするのを手伝う。そう、人間が多ければ多いほど高い波が起こり、もっと多ければもっと高い波が立つ。そうやって争いが始まってしまうのね。あなたにはまだちょっと早かったかしら。でもね、そうなってしまったらあなたが海に飛び込むしかないかもしれない。そうすればきっと高い波も穏やかになるわ。少しだけ辛いけど、あなたが頑張ればあなたの大切な人が幸せになるんだから。本当に？了解。月の美しさで揺らめく海の水と汚い魅力で波立つ私たちとを比べたら、海の水に失礼ね。穏やかな顔ですこと。先ほどまではあんなに苦しそうだったというのに。何か心地よい夢を見ていらっしゃるのでしょう。そう、それはよかったわ。このまま回復に向かってくれればなおのことよいのですけれど。人は死の直前に穏やかな夢を見ると申します。何をおっしゃるのです。縁起でもない。申し訳ありません。ただの迷信であってくれればよいのですが。フレデリック、遅くなってしまったわね。母さん心配してるかな。日が落ちる前にお家に帰らなくちゃ。So, jetzt können wir endlich mal was steuern. Ja, jetzt die erste Hälfte des Videos ist schon vorbei, des ersten Parts, und wir haben nur das Intro gesehen. Das Intro ist schon sehr verwirrend, generell die Story ist etwas schwierig. Wie gesagt, ich habe es zweimal durchgespielt, aber ich steige noch nicht ganz durch. Das Ding ist aber auch, ich habe es vor etlichen Jahren schon mal durchgespielt. Also ist halt wirklich schon eine Weile her, deswegen kriege ich es auch nicht mehr ganz zusammen. Ich werde jetzt in den letzten paar Minuten noch ein bisschen erzählen, was so mein Plan ist. Das hier ist ein Speicherpunkt. Im Übrigen, den werden wir jetzt mal kurz nutzen.
Was so ein bisschen mein Plan ist mit dem Titel und was ich vorhabe. Es gibt im Grunde genommen, soweit ich es jetzt weiß und auch mitbekommen habe, gibt es drei Nebendinger neben der Hauptstory, die es zu erledigen gibt. Und es gibt auch tatsächlich einen zweiten Spieldurchlauf, also so ein New Game Plus, wenn ihr das so sehen wollt. Das sind Gegner im Übrigen. Wir können uns jetzt hier ein Tutorial anschauen, aber das sparen wir uns. Das werde ich jetzt mal so on the fly ein bisschen erklären. Und zwar haben wir mit 4 Items, mit X, unendliche Zeit, das ist sehr gut. Mit 4 haben wir Items, mit der R1 und L1 Taste können wir durch die Items switchen, das sind jetzt Heil-Items, die wir hier haben. Dreieck ist immer ein Spezialangriff, der dauert ein paar Sekunden. Mit X normaler Angriff, mit Kreis blocken. Blocken kommt aber erst zum Tragen, wenn der Gegner an der Reihe ist. Aktuell sind wir dran. Wir haben eine Taktikzeit oben links, TZ. Die ist aktuell noch unendlich, wird sich aber später im Verlauf auch noch ändern. Und wir haben 5 Sekunden, das ist unsere tatsächliche Aktionszeit. Das heißt, sobald ich mich anfange zu bewegen, laufen die 5 Sekunden. Aktuell bleibt es dann auch stehen. Wenn der Charakter stehen bleibt, wird sich aber auch noch ändern. Sehr gut. Das war der erste Fight. Grundsätzlich werde ich es so handhaben, also so spiele ich generell das Spiel, dass wir mit X normal angreifen, kurz bevor die Zeit zu Ende ist, oder meistens auch wenn die Zeit zu Ende ist und der letzte Schlag noch durchgeht, hat man noch die Zeit, Dreieck zu drücken. Das ist eben der Spezialangriff der Charaktere. Wir werden viele Hauptcharaktere haben, oder spielbare Charaktere, also wirklich sehr viele. Und jeder Charakter hat 2 Spezialfähigkeiten, einmal eine helle und eine dunkle. Das betrifft immer, steht man jetzt im Licht oder steht man eben im Schatten. Es kann auch im Schatten der Gegner sein oder im Schatten eines anderen Charakters zum Beispiel. Das funktioniert auch. Und dann kann man eben verschiedene Fähigkeiten ausführen. Polka zum Beispiel, der wohl noch stärkste Hauptcharakter. Wir haben sie in im Intro gesehen. Sowohl als kleines Mädchen als auch als sie von der Klippe gesprungen ist. Was so ein bisschen das Ende gezeigt hat, aber dazu kommen wir noch in irgendwelchen, keine Ahnung, in den nächsten 50, 60, 70 Parts. Polka zum Beispiel kann heilen, wenn sie im Licht steht, oder eben Damage machen, wenn sie im Dunklen steht. So viel erstmal dazu. Ich werde hier einfach weiterspielen und euch ein bisschen jetzt erklären, was mein Plan ist. Wie gesagt, es gibt 2 Spieldurchläufe, die eigentlich relativ essentiell sind. Vor allem der zweite Spieldurchlauf ist sehr essentiell. Und man kann viele Sachen im ersten Spieldurchlauf machen, die im zweiten sehr interessant werden. Wie gesagt, es gibt 3 Sachen, die es zu machen gilt. Oder die man machen kann, wenn man möchte natürlich, um im zweiten Durchlauf eventuell auch ein anderes Ende oder weiß ich nicht hinzukriegen. Das habe ich nie geschafft, das würde ich gerne mit euch das allererste Mal machen. Wie gesagt, 3 Dinge. Eine von diesen 3 Dingen werden wir im ersten Durchlauf komplett ignorieren. Das ist erst für den zweiten Durchlauf interessant. Die anderen beiden Sachen werden wir jetzt schon machen. So, jetzt der Gegner dran. Und wir sehen hier, dass diese Chance bzw. auch die Blockentaste aufblinkt, wenn der Gegner uns angreifen möchte. Beziehungsweise wenn er uns angreift und dann können wir blocken. Das vermindert den Schaden erheblich. Das ist im Grunde das Kampfsystem. Das heißt, wir können nicht sagen, wenn wir dran sind mit unserem Charakter, dass der Charakter aktiv blocken soll für den nächsten Zug des Gegners, sondern man muss halt wirklich die Blocken-Taste dann anklicken. Generell habe ich es auch gerne so, dass ich Gegner von hinten angreife, dann können sie nämlich nicht blocken. Denn Gegner können auch blocken. Als hätte ich mich noch heilen können. Das ist mein Fehler. Genau, denn Gegner können auch blocken, allerdings nur, wenn man sie ansieht. Beziehungsweise, wenn man sie frontal angreift. Das ist auf der Map auch sehr interessant. Und zwar, wenn wir uns hier auf der Map bewegen, das Spiel ist... Zwischensequenz, sorry. リタルダントにはあんなに大勢人がいるのに、どうして誰も買ってくれないのかしら。それに。
なたも私に触れられたくないのね。ベヌート名さん、花粉薬はいかがですか？よく聞きますから、どうか買っていってください。花粉薬？今時花粉薬なんてまだ売っていたんだ。でも今は抗菌薬があるしね。悪気はないがね、娘さん、花粉薬は今時流行んないよ。やっぱり誰も買ってくれないな。なんですか？なんなんだよ。そっちがいけないんじゃないですか？てめえがぶつかったんだろう。だってあなた、大丈夫ですか？楽になりました？触るな、俺に触るなよ。かっこいい、キラキラしていたよお母さん。ダメよ、こっちに来なさい。いい？今度キラキラを見ても近寄っちゃダメよ。どうして？どうしても。さ、行くわよ。Ja, das war nochmal eine essentielle Zwischensequenz, da werde ich gleich drauf eingehen. Genau, auf der Map. Also es gibt keine wirkliche Map. Ja, das Spiel ist relativ linear. Es gibt immer auch mal mehrere Wege. Man wird allerdings relativ häufig belohnt, wenn man andere Wege geht, da man meistens Items findet oder andere Gegenstände. Lohnt sich auf jeden Fall. Und auf der Map werde ich es auch versuchen, so zu handhaben, dass ich versuche, Gegner anzulaufen, die mit dem Rücken zu mir stehen, weil das verschafft mir im Kampf dann auch einen Vorteil, weil ich dann in den meisten Fällen zuerst angreife. Umgekehrt kann es natürlich auch passieren, das heißt, wenn ein Gegner uns anläuft und wir oder uns in den Rücken läuft, dann ist der Gegner auch zuerst dran. Die Gegner haben natürlich sowas wie Licht- und Schatten-Vorteile oder Nachteile eben auch. Das kommt aber auch erst ein bisschen später zum Vorschein, das Ganze. Zum Beispiel hier bin ich jetzt im Rücken gelaufen. Das heißt, beide Gegner stehen auf jeden Fall von mir weg und ich greife zuerst an, aber das ist jetzt aktuell noch sowieso der Fall. Die Zwischensequenz, die wir gerade gesehen haben, war relativ entscheidend, beziehungsweise hat einiges über die Story des Spiels ausgesagt. Zum einen muss man sagen, dass jeder Charakter, auch die wir noch später antreffen, dass jeder irgendwie so seine Story hat, die tatsächlich auch wichtig ist. Und jetzt kommt die nächste Zwischensequenz. Und die Sequenz, die wir gerade eben gesehen haben, zum Beispiel Polka hat Magie benutzt, um diesen Menschen zu heilen. Der Mensch hat sich aber nicht bedankt. Das Ding ist, dass hier in dieser Welt Leute, die Magie benutzen, dass es automatisch aussagt, dass die Menschen krank sind. Das heißt, sie werden sterben. Das ist in dieser Welt so, das müssen wir so hinnehmen. Und somit hat sie gerade Magie gewirkt und dementsprechend wollte niemand was mit ihr zu tun haben, weil sie halt eben schwer krank ist. Ich glaube, es würde jetzt sogar Sinn machen, so dumm es auch ist, weil wir jetzt nicht viel gemacht haben, aber die Folge zu beenden. Das Problem ist, ihr habt es gesehen, die Zwischensequenzen sind ziemlich lang und es werden jetzt noch ziemlich viele kommen. Gerade zu Beginn des Spiels wird ziemlich viel Story reingeknallt. Gegen Ende oder gegen Mitte des Spiels immer noch, aber da wird dann der Gameplay-Anteil wird größer und jetzt zu Beginn ist der Gameplay-Anteil noch relativ gering. Dementsprechend beende ich hier die erste Folge einfach. Was gibt's sonst noch zu sagen?
ja, ich werde viel theoretisieren, so wie ich es immer mache. Würde mich natürlich freuen über Leute, die gerne in die Kommentare mitschreiben und auch ein bisschen, also gerade Leute, die es vielleicht nicht gespielt haben, könnt ihr eure Meinung jederzeit mitteilen in den Kommentaren und eure Theorie zum Spiel, zu den Charakteren, zur Story immer wieder gerne mitteilen. Auch Leute, die es natürlich gespielt haben, dürfen das auch machen. Nur wichtig, bitte spoilert nicht. Das ist hier bei dem Spiel ganz, ganz, ganz entscheidend. Wie gesagt, ich habe den zweiten Spieldurchlauf noch gar nicht gespielt. Würde das hier im Let's Play oder im Rahmen des Let's Plays gerne mit euch zusammen machen und mit euch zusammen nochmal neu die Story so ein bisschen aufleben lassen, auch für mich. Dementsprechend halt viel theoretisieren und mal schauen, was sich so ergibt. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Spiel. Beim Zuschauen, ich werde auf jeden Fall eine Menge Spaß haben beim Spielen, definitiv. Habe richtig Bock, das Spiel zu spielen. Es ist halt geil. Das Kampfsystem habt ihr jetzt gesehen. Wir bekommen noch viel mehr Charaktere, die haben auch verschiedene Waffen und verschiedene Arten zu kämpfen. Das ist auch noch ganz entscheidend. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Ja, am Anfang, also ich kann noch ein bisschen auf das Intro eingehen, weil wir ein paar Minuten haben wir noch. Im Intro haben wir auch gesehen, dass dieser Mann, dieser Frederik, wie er genannt wurde, in einem Krankenbett lag oder Totenbett, wenn man so will, also er oder Sterbebett, wie auch immer. Der wohl krank ist und einen Traum hat und das hat mit dieser Welt hier tatsächlich auch einen Zusammenhang. Und der Charakter oder Frederik, die Person, ist ein oder war ein Komponist, ein berühmter Komponist, damals in, ich habe keine Ahnung, war das 1800? Fuck. Da stand es auf jeden Fall vorhin, glaube ich, aber ich habe nicht aufgepasst. Und um ihn spielt das Ganze. Die ganzen Charaktere, die wir begegnen, auch Bösewichte in dem Spiel, die haben alle Namen, die etwas mit Musik zu tun haben. Polka zum Beispiel hat auch was mit Musik zu tun. Polka ist ja, glaube ich, ein Tanz. Ich kenne mich mit Musik jetzt nicht 100% aus, deswegen ja, müsst ihr mir da verzeihen. Weil wir werden viele andere Charaktere noch bekommen, die auch was mit eben mit Musik zu tun haben. Und es wird auch sehr viel darauf hingewiesen. Und zwar allein hier, der Speicherpunkt sieht, glaube ich, wenn ich nicht falsch liege, aus wie Notenschlüssel. Als Beispiel. Musik wird hier auch generell noch viele Elemente oder Musik ist ein essentielles Element in diesem Spiel. Und da werden wir noch einiges mitbekommen. So, das war jetzt die erste Folge. Ich beende sie hier. Beim nächsten Mal werden wir hier in Tenuto noch ein bisschen was erleben. Und dann geht's, switcht es, glaube ich, rüber zu anderen Charakteren. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Das war's soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!